Wie viele Truhen schätzt du denn sind dahinter? Warte mal. Also diese Truhe natürlich hier, die wir sehen. Da sind Die, da die wir Trichter. sehen, genau. Genau, das sind die Trichter, die ziehen das aus der Truhe dahinter raus. Das heißt, also insgesamt sind es 1, 2, 3, 4. Mit der oberen wahrscheinlich 5 oder 6 Truhen, Doppeltruhen. Weiß gerade nicht, auf welche Höhe war das? Auf welcher Höhe war die erste Truhe? Das weiß ich auch nicht, drum habe ich gesagt Ja, 5 oder 6. fünf Truhen nach oben. Es sind sieben Truhen, sieben 7. Doppeltruhen. Okay, dann habe ich die hier wahrscheinlich vergessen. Ja, Ja, mit gut. der sind es nämlich sieben. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ja, Weil mit der ist Decke egal, sind also es drei, ich habe glaube vier, ich fünf, 6 oder. sechs, sieben. Nee. Es sind sogar acht. 8, okay. Allerdings leuchtet es schon, sobald die oben voll ist. Also die Okay. sechste. Okay, also dann wäre der Bruchstein bei mir, glaube ich, voll. Die Erde wäre bei mir auch voll. Der Netherrack wäre bei mir, glaube ich, 10-mal voll. Ja, okay, 10-mal nicht. Ich glaube, ich habe letztens nachgezählt. Ich habe, glaube ich, 100, über 100.000 Blöcke Netherrack. Ach du Scheiße. Ja, über 100.000. Ich glaube, es waren sogar fast 120.000. Ach du Scheiße. Ja. Und das halt dann durch 64 Naja, geteilt und jetzt für kannst du die. mal gucken, wie viel ich davon habe. In dieser Kiste. Nicht mal eine Doppeltruhe voll. Wow. Richtig. Wow. Also du kannst mal, wenn du mal wieder was loswerden willst, kannst du mir auch was bringen. Das wird ja alles einsortiert. Pack es Glück. bitte da oben in die Kiste rein. Alles wird automatisch einsortiert. In welche? In die hier? In die man nicht mehr rankommt. In die hier. Nein, 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 ganz sicher nicht in die. Da muss ich ja alles selber neu sortieren. Da ist auch gar keine Kiste mehr, sehe ich gerade. Warum habe ich da keine Kiste mehr? Ja, Ich ich habe weiß ja ein es bisschen nicht. weitergebaut hier. Eine neue Ebene habe ich angefangen einzuführen. Habe ich Ah, du bist gesehen. hinter mir. Hier ist die Kiste. Okay, also da rein. Das ist die Ja, Sortierkiste. das ist die Kiste, in der alles sortiert wird. Oder du kannst Okay. es wahlweise auch einfach in die Trichter schmeißen. In die oberen, aber nicht in die unteren. Also nur in die obere, also nur Ja, in ist die. ja klar, damit sie einmal durchlaufen. Ja, nicht, dass du mir mein Lagersystem Wir komplett können ja auch durcheinander gerne mal bringst. tauschen. Von was hast du denn unglaublich viel? Puh, gute Frage. Von gar nichts. Das Du ist jetzt aber siehst es enttäuschend. ja, überall wo die Redstone-Lampen leuchten, davon habe ich unglaublich viel. Also du enttäuscht mich gerade ein bisschen, Baron. Ich hätte jetzt gerne eine Doppeltruhe gegen eine andere Doppeltruhe getauscht. Da sind Eisenblöcke drin, gar kein Eisen. Habe ich doch gesagt vorhin. Ach, die sind noch alle ungenutzt und das hier ist die Ja. Diversitätstruhe. Ja. Das ist sogar fast ein kompletter Stack Seelensand drin. Holzkohle. Hast du Holzkohle gemacht? Immer. Echt? Ja, ich früher auch, aber seit ich brauche, ich habe einfach zu viel normale Steinkohle. Naja. Also wenn du mal was tauschen willst, dann gegen Joa. Netherrack, dann immer her damit. Können wir gerne mal tauschen. So, dann geht's weiter, Tyron. Was willst du noch zeigen? Joa, eigentlich gibt's ja gar nicht mehr so viel zu sehen. Ja, da oben ist noch eine zweite, also so ein zweites simuliertes Dorf quasi. Also da gibt es halt auch nur noch mal Dorfbewohner, wobei ich hoffe, die sind noch da. Ich war da lange nicht. Ich auch nicht. Eigentlich bin ich da nie. Oder gibt es da irgendjemanden, mit dem man gut handeln kann? Nö, soweit ich weiß nicht. Ja. Dann war ich Es da auch schon lange scheint so, nicht als mehr. ob da auch wieder welche fehlen, oder hatte ich da nie welche? Das weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Also hier sind 4 drin. Da ist ein Bett. Normalerweise sind überall vier drin. Hier sind 5 drin. Ja, manchmal sind auch fünf drin, wenn die sich dann noch vermehren. Hier sind 4 drin. Da ist gar keiner. Da ist keiner, ja. Ja, eigentlich wollte ich ja noch zwei Stück oben drüber bauen. Aber so weit bin ich bis jetzt noch nicht gekommen. Okay. Erstmal wollte ich meinen Würfel fertig bauen.
Dein Würfel. Ja. Ich bin schon sehr gespannt, wie er aussieht, wenn er fertig ist. Ich auch. Da oben sitzt eine Spinne. Gleich nicht mehr. Mit einem Trank. Gleich nicht mehr. Weg. Die ist tot. So. Kannst du die Überreste dann bitte auch entfernen? Okay. Innen drin aufräumen? Ja. Sauber machen? Crafte dir einen Besen und fege sie weg. Okay. Ja, das wunderschöne Leuchtfeuer, das uns Stärke verleiht. Ja. Ich finde das echt so toll, weil das dreht sich ja irgendwie. Ja, sieht wirklich sehr schön aus. Wenn man innen drin steht, ich schaff's gerade nur nicht gut. Ah, jetzt habe ich es gut einigermaßen bekommen. Das sieht wunderschön aus. So, jetzt mache ich mal kurz die Spinne weg. Ach Quatsch! Die ist doch schon despawned. Nee. Die hat Erfahrungspunkte. Ach ja, der muss ja mal alles einsammeln, der Winder. Jetzt muss ich sie erstmal finden. Wo ist sie hin? Gute Frage, ne? Ja. Weil die war ja irgendwo hier. Ich habe gerade Erfahrungspunkte bekommen. Gerade nochmal und nochmal. Das dürfte sie gewesen sein. Ja. Und... Naja, nee, eigentlich, die Drops dürften nicht in mein System gekommen sein. Die Trichter sind alle zu oben. Eigentlich, ja. Das heißt, sie dürften da nicht reingekommen sein. Ja, da wir bei mir hier jetzt durch sind. Aber willst du noch irgendwas angucken? Und wenn sie... ja, alles, was du halt zeigen willst. So, hier waren wir ja eigentlich überall. Was wird denn das für ein riesiges Portal? Hier oben, vorne? Das wird das Portal rüber zu dem anderen. Also da, wo die Minecarts hochfahren. Ah ja. Da bin ich unglaublich gespannt, wie das dann wird. Ja, ich auch. Ich meine, man hat ja immer was im Kopf, aber wenn das dann fertig ist, dann sieht das immer noch mal anders aus. Mhm. Willst du deine Unterwasser-Ding auch noch herzeigen? Oder ja, das ist noch nicht wirklich weiter. Also willst du es nicht herzeigen? Eher nicht so. Also wir können ruhig vorbeigucken. Ja, aber... wenn du es nicht herzeigen willst, dann können wir es auch lassen. Boah, das sieht schön aus. Was sieht schön aus? Ich bin wieder am Leuchtfeuer. Aber diesmal schaue ich nach unten, nicht nach oben. Oben sieht aber auch unglaublich schön aus. Hypnotisierend. Immerhin gibt es hier einen Spieler, der sich sowas leisten kann. Ja, du, ich habe mir noch nie einen Wither gebaut, also... Ich habe zwei Wither-Skelettschädel. Ich könnte mir einen dritten farmen und ihn dann bauen. Und dann würde er die halbe Welt zerstören. Nee, Mob-Griefing ist aus. Gut, dann würde ja dir entkommen. Außer du machst das mit der gleichen Technik wie ich. Nee, ich würde tatsächlich einen ehrenhaften Kampf im Sinne haben. Okay. Oh, es gibt Müll. Ganz viel Mohn. Ja, stimmt. Das habe ich dir letztes Mal vorbereitet. Mist. Aber ich habe genau einen Platz zu wenig. Moment. Wieso brauchst du die Blumen nicht mehr? Weil die doch von den ganzen Eisengolems gedroppt werden. Und da hast du schon so viele! Ja, ich habe fast eine Doppeltruhe voll. Nö, mit Mohn! Ja? Alter, voll geil! Deswegen habe ich gedacht, gebe ich dir das. Cool! Weil du es haben wolltest. Ja. Also ich habe jetzt noch fast eine Doppeltruhe voll, aber ich habe gedacht, so eine Reihe voll Stacks reicht ja erstmal. Mhm. Ja, du, ich... Jetzt erstmal, also zeigen willst du das Unterwasser-Ding nicht, dann wären wir jetzt bei dir fertig, oder? Ja. Okay. Leute, dann habt ihr jetzt auch Tyrants Bauwerke gesehen. Und Tyrant, ich hab dich reingelegt, ich hab beim letzten Mal tatsächlich alles gezeigt. Oh. Auch meins?
Nein, deins nicht. Da habe ich extra gesagt, ich warte auf dich, weil ich wusste, bei dir, du kommst. Bei den anderen Gengar-Nektura, daraus hat sowieso gar nichts gebaut auf dem Server. Der wollte bei mir einziehen, aber damals gab es noch einen Bug, dass der Server die Änderungen nicht gespeichert hat. Den hatte ich, glaube ich, 2 Wochen lang. Und jetzt in manueller Server-Neustart hat das geändert. Und dann hat er keine Lust mehr. Wollen Deswegen. wir Das jetzt ein ist. Rennen machen, wer zuerst bei dir im Haus ist? Können wir machen. Und naja, bei dir wusste ich halt, dass du kommst, und deswegen habe ich gesagt, deine Sachen darfst du selbst herzeigen. Aber die Sachen von Gringo und Nictura habe ich hergezeigt. Und meine halt. So, du bist jetzt mittlerweile schon im Nether, oder? Nee, noch nicht. Noch nicht, Noch ein paar okay. Sachen von mir weggepackt. Ach so. Eine Truhe. Also ich habe jetzt den halben Weg zum Baum von Gringo und Nektura geschafft. Warum brenne ich? Ich weiß es nicht. Geh ins Nether und brenne. Von Luisen. Das hatte ich aber auch schon mal. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Das war letztens erst. Aber ich habe nur ganz kurz gebrannt, also ist nichts Ja, ich passiert. auch. So, jetzt bin ich beim Baum von Ihnen. Oh, das heißt, du bist schon ziemlich weit, ne? Ja, ich sehe schon das Schild von Zuss. Wo bist du gerade? Schon Ins am Portal angekommen? Portal. Also bist du jetzt gerade unten beim Brunnen? Ja, jetzt. Wenn Ach, das schön. jetzt der richtige Brunnen ist. Weiß Ich ich hoffe ja, nicht. ich bin beim richtigen. Ich kann ja auch sein, dass ich mich verlaufen habe. Also ich reite gerade über die Brücke, aber du bist am richtigen. Ich sehe dich hochschwimmen. Ja, dann warst du wohl schneller. Aber wenn du die Sachen nicht weggeräumt hast, ja, dann hätte ich dich wahrscheinlich hier auf diesem Weg hier überholt. Ja, vielleicht. Ja. Also wäre ziemlich close gewesen. Es wäre ziemlich knapp gewesen, ja. So. Gut, dann bringe ich jetzt mal. Oh ne, jetzt brauche ich wieder. Taren! Ich mache dir ein Geschenk. Ein Geschenk. Du wolltest doch eine Doppeltruhe Ding haben. Netherrack. Die würde ich dir jetzt geben. Jetzt. Wo soll ich die denn hinpacken? Ich weiß es nicht. Ich Ich trage habe sie dir keinen Esel rüber. dabei. Ich trage sie dir rüber. Okay. Wir müssen das Ende durchmachen. Wir brauchen die Schulkerkisten. Aber echt, die hätte ich auch ziemlich gerne, muss ich schon sagen. Aber ich hab was fürs Ende geplant gehabt, und das ist noch nicht so weit. Okay. Ja. So. Dann nehme ich den Moon hier auch gleich Ich finde mit. irgendwie, deine Blumenkästen sehen etwas komisch aus. Welche Blumenkästen? Du hast hier unten so eine komischen Blumenkästen gebaut. Die stammen nicht von mir, sondern von Gringo und Nictura. Die sind schon, glaube ich, 3 Jahre alt oder so. Das sieht aber echt komisch aus. Schon, gell? Wenn man es so runterklappt. So sollen sie aber eigentlich nicht aussehen. Ich weiß. Hier geht's runter. Ja, da geht's runter. Das ist meine Pilz, meine Dunkelkammer. Dunkelkammer. Hier Ja. sind Pilze. Ja, bitte nicht alles abernten, sonst kriege ich da nicht, kriege ich keine neuen Pilze mehr. Spawnen die da immer wieder Die nach? spawnen da, ja, immer wieder nach. Weißt du, was du auch machen kannst? Hm? Du gehst irgendwo hin, baust dir mit Behutsamkeit Mützel ab und machst dir dann ein Feld mit Mützel. Das ist quasi wie Gras. Ja, ich kenne Und es. da kriegst du dann ja die großen Pilze raus. Ja, die großen Pilze könnte ich so auch machen. Okay, ja, mit Knochenmehl, oder? Mit Knochenmehl, genau. Da kriege ich dann auch, ich glaube, bei großen Pilz, glaube ich, einen halben Stack Pilze. So ungefähr. Oder vielleicht, ich glaube sogar fast einen ganzen. Je nachdem, wie groß der Pilz halt ist. Der Riesenpilz. Mache ich drüben beim Pilzhaus öfters.
So, ich bin jetzt mal den Netherrack. Okay. So. Da habe ich endlich auch mal wieder eine Truhe weniger. Habe ich gleich zur Mondtruhe gemacht. Ah, das ist echt geil. So viel Mond, so viel Mond zu haben. Nee, aber wenn du möchtest teilen, kann ich dich hier später mal in meinen Plan einweisen, den ich habe für das Ende. Aber das, der muss noch inoffiziell bleiben, also geheim. Okay. Ja. Also werden wir ihn nicht im Let's Play verraten? Nein. Der bleibt geheim. Und selbst wenn du ihn im Let's Play verraten würdest, würde ich ihn rausschneiden. Haha. Und wenn du es unter einem, als Kommentar unter einem meiner YouTube-Videos schreibst, würde ich ihn löschen. Okay. Ohne ihn vorher freizugeben. Die Kommentare müssen freigegeben werden, bevor sie öffentlich angezeigt werden. Oh. Das ist keine Chance. Ich habe Chancen. Ja. Ich erstelle eine Internetseite. Die wow. Aufklärung der Winderrätsel. Ja, und wie willst du sie verbreiten? Ja, das wirst du rausschneiden müssen. Oder die Leute gehen jetzt auf die Seite. Nein, die gehen nicht auf die Seite. Ich muss mir das aber selbst nochmal anhören. Ich habe jetzt schon den Namen vergessen, wie ich es nennen wollte. Tja, Pech. So. Die Seite wird eh 0 Klicks haben. Selbst wenn ich sie jetzt erstellen würde. Es gibt doch keinen Weg da hoch zu dieser einen Truhe, oder? Zu welcher Truhe? Wo ich alles reinwerfen soll. Nicht wirklich. Keinen offiziellen Weg. Warum sind meine FPS gerade so niedrig? Ich werf sie in den in die Ding rein. In die Trichter. Ich werf sie in den Trichter. Das ist zu viel. Dann kommen die da noch rein. Und da auch. So. Und jetzt wird der Esel gehen. Meine FPS okay, aber teilweise gehen die einfach so krass im Keller. Oh, Alter. Wird der warm. Holy shit. So, also ich habe gerade, glaube ich, 10 deiner... Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6... ich habe gerade 6 deiner Trichter komplett voll gemacht mit Netherrack. Krass. Ja. So, aber es gibt ja auch Sachen, von denen ich wesentlich mehr hätte, als ich im Moment habe. Die Netherrack-Truhe, die leuchtet. Ja, noch, aber die leuchtet dann wieder nicht mehr, sobald die alle drin sind. Ach so, okay. Ja, das sehen wir gleich. Ja, die leuchtet ja auch beim Durchtransportieren der Materialien. Ach so. Also sobald in der Truhe etwas drin ist, da oben, leuchtet die. Warum hast du es nicht so gemacht, dass sie leuchtet, sobald sie voll ist? Weil ich dann noch dazwischen Redstone-Signale, also Kabel, gebraucht hätte. Ich habe aber die Komparatoren direkt an die Truhe angeschlossen und direkt an der anderen Seite an die... Also an der Truhe müssen sie ja sowieso direkt angeschlossen sein, aber direkt an die Lampen angeschlossen. Und wenn du einfach so einen kleinen Zwischengang gemacht hättest, als Außenmauer für deine Festung? Oder alles eins nach innen gebaut hättest oder so? Ich finde das okay, so wie es ist. Okay. Mir gefällt das so. Na, dass der anzeigt, wenn beladen wird. Der geht ja nach einer Zeit dann auch wieder aus. Oder auch nicht. Doch. Das werden wir noch sehen. Ich habe genügend Netherrack dafür.